Sie sind hier, 30. November 2018, 17.05 Uhr, Lesedauer, 3 Minuten vergrößern, verkleinern. Bundestrainer Henrik Rödel muss gegen Griechenland auf viele wichtige Spiele verzichten. Urheberrecht Getty Images. Die deutschen Basketballer kämpfen in Griechenland um ihre Chance auf den Gruppensieg in der WM-Qualifikation. Die NBA-Stars und Euroleague-Profis fehlen jedoch. Henrik Rödel ist schon wieder voll auf Betriebstemperatur. Das Ticket für die WM 2019 in China haben die deutschen Basketballer längst in der Tasche, doch der Bundestrainer will mehr. Dass wir jetzt Klarheit haben, ist natürlich schön, ändert aber an unserer Arbeit nichts, sagte der 49-Jährige vor einer echten Prüfung für sein junges Team, ohne Stars aus der NBA, ohne Dennis Schröder, Maximilian Kleber und Co. Tritt die Nationalmannschaft zum ersten Gipfeltreffen in der WM-Qualifikation mit Griechenland. Basketball, WM-Qualifikation, Griechenland, Deutschland ab 18 Uhr im Live-Ticker an. Wichtiges Spiel um den Gruppensieg in Patras. Geht es um eine Chance auf den Gruppensieg, der eine leichtere Auslosung für die WM verspricht. Die Griechen spielen mit ganz viel Herz und Leidenschaft, sagte Rödel, das ist ein sehr guter Test für meine Mannschaft. Am Montag in Ludwigsburg gegen Außenseiter Estland ist dann ein Sieg Pflicht. Rödel hat dabei seinen Masterplan im Blick, der über das große Wend im kommenden Jahr hinausgeht. Der Talentepool im deutschen Basketball scheint größer denn je, und der Chefcoach nutzt die WM-Quali auch, um hochveranlagte Youngster an das internationale Niveau heranzuführen. Damit die Medaillenträume im deutschen Basketballbund DBB weiter reifen können. Die nächsten 5 bis 10 Jahre werden sehr spannend. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Spieler so gut wie möglich dafür zu entwickeln, sagte Rödel. Muschidi und Thais nicht im Kader. In Griechenland sind mit Philipp Herkenhoff 19, Kostja Muschidi 20, Tim Schneider 21 und Sidmarlon Thais 25, 4 Neulinge dabei, die von Routiniers wie Kapitän Robin Benzing 29 geführt werden. Muschidi und Thais gehören am Freitag allerdings nicht zum Kader. Das ist ja die Idee unserer Spielkonzeption und des Gesamtplans, dass die Nationalspieler möglichst früh damit in Berührung kommen und das verinnerlichen können, sagte Rödel, der mit seinem Team am Mittwochabend in Patras gelandet war. Vorrangiges Ziel bleibt aber natürlich ein Sieg bei den Hellenen, die wie Deutschland nach 8 Partien noch ungeschlagen sind. D-A-T-E-N-C-E-N-T-E-R, die Tabelle. Schröder drückt in den USA die Daumen. Ich glaube an die Jungs und ihr Talent, sagte Schröder, der in Oklahoma City die Daumen drückt. Es ist sehr wichtig, die Qualifikation mit dem bestmöglichen Ergebnis abzuschließen. Bei dem Vorhaben wird sein Team auch im letzten Qualifikationsfenster im Frühjahr 2019 ohne den Anführer auskommen müssen. 3 Tage vor dem Rückspiel gegen Griechenland in Bamberg am 24. Februar steht dann auch noch ein kniffliges Duell in Israel an.